Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den dritten Boss aus Akku 40, Schlachtwache Satura an. Wobei man diesen eigentlich auch als zweiten deklarieren kann, da das Käfer-Trio der erste optionale Boss ist. Wenn ihr uns wie immer supporten wollt, lasst doch direkt einen Daumen nach oben sowie ein Abo mit aktivierter Glocke da. Vielen herzlichen Dank. Der Bosskampf an und für sich ist nicht wirklich kompliziert, dafür doch relativ chaotisch. Seht ihr den Höhleneingang da hinten? Bleibt unbedingt, soweit es geht, von diesem weg, da die Erz kicken können. Der Boss sowie deren drei Diener sind alle drei stun- und spotbar, was ihr auch definitiv mehr als brauchen werdet. Die Ads sterben zuerst, markiert euch diese für jeden Tank durch und stellt unbedingt euren Main Tank für Satura ab. Bevor wir jetzt in Sachen Pull und Aufteilung weitermachen, kommen wir zuerst mal zu den Fähigkeiten, dann macht das Ganze gleich noch mehr Sinn. Ihre drei Diener und auch Satura selbst besitzen die Fähigkeit Wirbelwind. Sobald ihr als Melee seht, dass diese sich zum Drehen anfangen, sofort weg mit euch. Die zweite Fähigkeit, welche allerdings nur die Ads können, ist der besagte Kick, welcher euch einige Meter zurückschleudert. Deswegen weg vom Höhleneingang bleiben. Die dritte Fähigkeit ist die Kernmechanik der Ads und Satura, also allgemein des ganzen Bosskampfes. Alle vier verlieren zufällig für ca. 5 Sekunden ihre Agro und rennen auf ein anderes Target los. Nach 5 Sekunden haben sie wieder ihre Initial-Agro und kehren zum Tank zurück. Das sollte im besten Fall direkt unterbunden werden. Seid ihr also zum Beispiel ein Schnurke, knallt ihr sofort Nierenhieb rein, als Paladin Hammer der Gerechtigkeit oder als Krieger wieder direkt gespottet, beziehungsweise mit der Fähigkeit Abfangen, den Boss und das Ad kontrollieren. Eine weitere Fähigkeit von Satura ist zerreißende Spalten, welche alle Ziele, die sich vor ihr befinden, in Cleave Range treffen. Neben Schaden verringert diese Fähigkeit noch eure Rüstung. Solltet ihr drei Stacks haben, kann euch ein Tank, der frei geworden ist, diese abspotten. Wenn ihr genügend Tanks habt, könnt ihr natürlich auch von Sekunde 1 an einen zweiten für Satura abstellen. Bei 20% geht sie dann in einen Soft Enrage und macht deutlich mehr Schaden. Für diese Phase eure Cooldowns aufheben und jetzt so schnell wie möglich umbursten. Kurz zusammengefasst schnappt sich jeder Tank nach dem Pull sein Target. Diese werden jetzt wie eingeteilt nacheinander gefokust. Nutzt zum Tanken auf jeden Fall den Raum aus, schaut aber natürlich, dass ihr noch in Heal Range bleibt. Sobald euer Ad die Agro verliert, direkt spotten oder abfangen. Beim Wirbelwind natürlich sofort raus. Bei Satura ist das genau dasselbe. Hier könnt ihr zudem noch den Tank wechseln, wenn ihr drei Stacks von zerreißende Spalten auf euch habt. Ab 20% dann CDs wie Schildball ziehen. Als Melees habt ihr hier zwei Aufgaben, spotten bzw. stunnen sowie nicht sterben. Rennt rechtzeitig aus dem Wirbelwind raus und drückt euch hin und wieder einen Verband. Spart euren Heilern definitiv Mana. Wenn genügend Schurken pro Ad vorhanden sind, könnt ihr gern auch außerhalb der Rote euren Nierenhieb raushauen. Als Caster habt ihr nicht viel zu beachten. Killreihenfolge einhalten und nicht zu hysterisch im Voice schreien, wenn so ein Viech auf euch zurennt. Als Heiler müsst ihr außerhalb eurer Heilanteilung nicht mehr wirklich viel beachten, außer zu wissen, dass ab 20% des Bosses nochmal ordentlich Schaden reinkommt. Jeder Spieler sollte auf jeden Fall den Ads ausweichen, um den Schaden zu minimieren. Solltet ihr den Boss binnen 10 Minuten nicht legen, hat er noch einen Hard Enrage. Soweit wird es aber hoffentlich nicht kommen. Eure besten Freunde und zudem einzigen bossbezogene Consumables sind hier begrenzte Unverwundbarkeitstränke. Vor allem für Melee-Klassen sehr interessant, um in den letzten 20% nicht zwecks des Wirbels rauslaufen zu müssen. Für alle anderen gut vorbereiteten Klassen aber natürlich genauso. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst uns doch super gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß bei Satura und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.